Ja. Schön. Hallo Hallöle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Es ist schon wieder Zeit für eine Geburtstagsfeier. Ich habe euch, ich weiß nicht, ob welches zuerst kommt, aber gefühlt habe ich euch gerade erst ein Video gezeigt oder zeige euch noch eins, denn irgendwie werden gerade alle Marken, haben gerade große Geburtstage. Beauty Bay wurde 4 Jahre alt und Glossybox wird, ich weiß gar nicht, wie alt sie werden, 10 Jahre, 12 Jahre? Ich glaube, die sind schon eine ganze Weile auf dem Markt. Werden wir bestimmt gleich erfahren, wie alt die werden. Das ist nämlich die It's a Glossy Birthday Box, die sehr lange gebraucht hat, um zu mir zu kommen. Heute ist der 1. Oktober. Die Box ist gestern gekommen. Und ich warte übrigens immer noch auf meine September-Box. Und sie wird auch nicht mehr heute kommen, was ich so mitbekommen habe. Also ein bisschen ärgerlich, dass das bei der Glossy Box gerade so schwierig läuft. Ich habe 1000 E-Mails bekommen, dass irgendein Produkt wegen Gründe nicht kommt. Aber ist so ein bisschen schade. Wenn wir diese Banderolone, diese Umverpackung abmachen, dann taucht eine ganz normale Glossybox auf. Ich finde ein bisschen schade, dass sie diesmal kein Special Design gemacht haben, sondern das mit so einer Pappverpackung gemacht haben, weil ich glaube, wenn die in diesem Design, wie wir das gerade eben gesehen haben, gewesen wäre, oh, das wäre schön gewesen. Ich mag ja die Special Designs von der Glossybox. Das ist halt so diese Standard Glossybox, ne? Und wenn wir sie aufmachen, dann sehen wir hier diesen schönen Zettel. It's a Glossy Birthday Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ich schreibe es euch, packe euch sonst auf jeden Fall einen Link drin, wenn es sie noch gibt. Sie sieht auf jeden Fall sehr niedlich aus mit diesem Glitter. Ich hoffe nicht, dass wir so einen Glitter drauf haben. Und wie immer bei der Glossy Box haben wir einen QR-Code, den wir scannen. Ich lese euch ja mal gleich kurz vor und wundert euch nicht, hier wird jetzt von August gesprochen. Wie gesagt, es ist am 30. September gekommen. Es hat ewig gedauert. Hey Glossy, der Glossy August steht im Zeichen unseres Geburtstages. Wir zelebrieren nicht nur 11 Jahre Glossybox, sondern auch dich, Beauty Lover. Diese Limited Edition ist daher wie gemacht für alle, die das Leben feiern, ihre Beauty-Routine als ein besonderes Ritual sehen und sich inspirieren lassen möchten. Ganz egal, ob zum Geburtstag oder zu einem anderen besonderen Anlass. So, dann scannen wir mal den Code. So, wunderbar, das funktioniert auch immer einwandfrei bei Glossybox. Und dann haben wir nämlich das digitale Magazin nochmal mit dem mega hübschen, aber eigentlich ansonsten sehr ja, zurückhaltenden Make-up. Also die Glitter-Dinger, dieses Konfetti in ihrem Gesicht ist eigentlich das, was am meisten macht. So, ja, freu dich auf jede Menge tolle Must-Haves unserer liebsten Brands. Lass dich überraschen, feier mit uns den Glossy Geburtstag. Ich hoffe sehr, dass hier nicht so ein bisschen Resteverwertung gemacht wird und wir hier eben Produkte drin haben, die wir schon drin hatten. So von wegen, ja, sind nur so Best-Offs, weil ich wollte keine Best-Offs, ich wollte coole neue Produkte von bekannten Marken. Und so sieht die Box aus und ich habe gerade schon so gelächelt, weil hier tatsächlich eine kleine, ich glaube, Wunderkerze drin ist und das ist natürlich schon sehr, sehr niedlich. Life is much better with Sparkle steht hier hinten drauf, das heißt, die kann man auch verschenken. Ich denke, mir haben einige Kolleginnen auch demnächst Geburtstag, vielleicht kriegt eine dann mal die, ähnlich wie sie es hier auch gemacht haben, auf einen, na, wie kriegen wir es hin? Da, auf einen Muffin quasi on top drauf. Sehr, sehr niedlich. Auch wenn wir ja kein offenes Feuer in der Schule machen dürfen, ne? Egal. Also Kerzen sind tatsächlich verboten in der Schule. Okay, niedliches kleines Gimmick. Ich weiß nicht, ob das einen eigenen Wert haben wird oder ob das jetzt so on top drauf ist. Ich guck mal. Werden wir dann aber gleich sehen. Sie ist voll gefüllt. Ja, ich sehe jede Menge Produkte. Ich sehe hier. Ich fange mit dem ersten an. Das erste, was mir direkt in die Hand fällt, und das ist ein kleiner Wortwitz, ist eine Moisturizing Hand Mask. Also so ein Handschuh, den man dann quasi über die Hände macht, ähnlich wie mit den Fußmasken. Sind hier auch 2 Gloves drin? Ja, hier sind auch 2 Handschuhe drin, also wirklich für beide Hände. Und das ist wie mit diesen Fußmasken, nur dass es nicht peelen soll hoffentlich, dass ihr ja eure Hände quasi da wie so einen Handschuh reinmacht. Der ist eben getränkt mit einer ja, Flüssigkeit und die soll unsere Hände dann schön pflegen. Ich glaube, das werde ich vielleicht nachher sogar machen. Die ist Made in Korea mit Vanille- und Mandelextrakt. Und wie gesagt, hier sind 2 Stück drin und 15 Minuten soll sie auf unseren Fingerchen bleiben. Und hier hinten habt ihr auch eine kleine Anleitung. Man sieht auch, es sind wirklich 2 Handschuhe. Ja, netter Start, pflegen. Jetzt gerade für die Jahreszeit auch super. Und jetzt wird es wieder kälter, die Hände brauchen wieder ein bisschen mehr Pflege. So, das nächste, was ich sehe, das ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo drin gehabt, aber noch nicht in der Größe. Und zwar
Ja, das hatte ich schon. Von James Reed. Gradual Tan. Sleep Mask Tan Body. Ah, ich hatte das fürs Gesicht tatsächlich und das wirkt wirklich richtig gut. Muss ich mal gucken, ob das bei mir bleibt. Vielleicht so ein bisschen fürs Dekolleté, um da auch mal noch ein bisschen Farbe zu kriegen, weil so ein bisschen an den Armen habe ich tatsächlich Farbe gekriegt, aber im Dekolleté nicht. 100 Milliliter. Ich kann euch auch mal ein bisschen was zu den Dingern hier sagen, ne? Genau, also es ist eine kleine Größe, das Original hat 200 Milliliter, allein das Ding kostet schon fast 25 Euro, also sehr gut. Die Haut sollte vorher gepeelt sein und trockene Stellen sollen mit Feuchtigkeit versorgt werden, ansonsten wird es da fleckig, das ist wichtig. Und ja, man braucht einen Bräunungshandschuh dazu und soll das dann in kreisenden Bewegungen auf die Haut auftragen. Von Körperpartie zu Körperpartie, anschließend die Hände gründlich waschen. Ja, deswegen auch unbedingt ein Peeling-Handschuh, weil ansonsten habt ihr braune Hände. Das soll man dann einige Minuten einwirken lassen und dann am besten direkt schlafen gehen. Über Nacht sollte kein Wasserkontakt stattfinden, im Bestfall für sogar eben 8 Stunden. Und dann soll man es abspülen, bei Bedarf 2 bis 3 Mal pro Woche anwenden. Ich muss mal gucken, ich habe immer Angst bei solchen Sachen, dass das fleckig wird. Das heißt, ich werde es, glaube ich, wenn, dann erstmal an den Beinen probieren, weil jetzt ist eben gerade Winter, ne? Oder nicht Winter, es ist Herbst. Aber gefühlt ist es temperaturtechnisch Winter. Und dann ist es nicht so schlimm, wenn das ja keiner sieht. Ist halt nicht für jeden was, ne? So Bräunungsprodukte, aber grundsätzlich. Steve Laurent, mhm. So, ich habe hier lauter kleine. Ich mache mal das nächste große. Das habe ich nämlich lustigerweise sogar da, weil ich die eine Kollaborationsbox von Goodiebox mal geholt habe. Und zwar ist es von The Rituals of Jing. Ein Serene Foaming Shower Gel. Extra eben für den Schlaf. Da ist halt Jasmin und heiliges Holz drin. Ich überlege gerade, meins ist noch nicht so weit aufgebraucht. Das heißt, ich werde das vielleicht verschenken. Das Einzige, was ich gerade nicht so schön finde, ist, der Deckel ist schon kaputt. Der ist hier so, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der ist so eingeknackst. Das ist natürlich nicht so schön. Aber gut, ist jetzt das Ding an sich funktioniert. 200 Milliliter Full-Size-Größe. Schönes Produkt. Und tatsächlich so für abends, wenn man dann so schlafen will und so. Ich habe auch noch das passende Öl dazu. Es ist schon, es hinterlässt schon ein schönes Hautgefühl, sodass man da wirklich dann so ein bisschen entspannt ist nach dem Duschen. Ich bin halt nicht so ein Abendsduscher, deswegen habe ich das tatsächlich noch nicht so viel aufgebraucht. Ja, hier sagen sie, aufgeregt vor der großen Party, gönn dir am Vorabend das perfekte Abendritual. Dank dieses kultigen Duschgels, seidige Textur hinterlässt ein gepflegtes hydriertes Hautgefühl. Und wir haben ja Duft nach Lavendel, Sandelholz. Ach, siehste, Sandelholz ist Sacred Wood wahrscheinlich. Okay. Und Zitrusnoten, die uns eben zur Ruhe bringen sollen und uns helfen sollen, gut zu schlafen. So, das nächste Produkt ist hier so ein kleines Pöttchen Christoph Robin. Regenerierende Maske mit Rare Prickly Pear Seed Oil, made in Paris, 50 Milliliter. Also eine kleine Dose mit einer Maske fürs Gesicht, für die Haare. Wofür bist du? Ah ja, okay, ist für die Haare auf jeden Fall, nicht fürs Gesicht. Genau, soll nach dem Shampoo, und das kann man wohl, ah ja, weil es natürlich mit Öl ist, auch vom Kopfhaut bis in die Enden einmassiert werden, soll 2 bis 3 Minuten da sein, perfekte Zeit, und dann, ja, rausgespült werden und dann am besten immer noch eine Spülung, um die Haare dann zu verschließen. Interessant, wir gucken mal kurz rein, weil ich bin immer so ein bisschen, ich meine es mit Öl, deswegen ist klar, dass es auf die Kopfhaut darf, aber eigentlich, okay, 250 Milliliter, wir haben hier nur 50 drin. Ja, also es soll quasi den schnellen Pflegeboost für dein Haar geben. Regeneriert trockenes, geschädigtes, hallo, meine Haare, sowie farbbehandeltes, oh wow, wirklich voll meine Haare, und lässt sie sichtbar vitaler wirken. Hier ist Kaktusfeigenöl, aha, das ist also Rare Prickly Pear, okay, genau, und wirkt deine Mähne gesünder und perfekt gepflegt. Ja, eine weinungsgroße Menge auf das saubere, nasse Haar auftragen, zunächst in die Haaransätze, danach in die Längen und Spitzen einmassieren, 5 Minuten einwirken lassen, hier stehen 2 bis 3 Minuten. Und anschließend gründlich ausspülen. Ist klar, ist mit Öl, das müsst ihr auf jeden Fall gut ausspülen. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Klingt total spannend. Und ich glaube, die Box haben wir jetzt schon locker raus. Ich glaube, ich habe 30 oder 40 Euro für die Box bezahlt. Also, jo. So, was habe ich denn hier als nächstes? Ich habe hier mehrere solche Verpackungen. Iconic London Triple Precision Brow Definer.
Oh, bist du ein Augenbrauenstift? Schwierig, weil es ja Arschblond, ja. Das wird nichts für mich sein. Das geht definitiv weiter. Schade. Ich hätte gerne auch die richtige Farbe drin gehabt, aber würde 29 Euro kosten. Ich bin sehr, sehr traurig, dass das nicht meine Farbe ist. Wir gucken uns ihn aber trotzdem mal an. Aber er wird definitiv weitergehen, weil, ja, ich glaube, okay, das ist auch weird. Das ist eine Pinselspitze. Ich denke, es ist Augenbrauen. Triple Precision Brow Definer. Brush Pennies Pencil Crayon. Ah ja, und auf der anderen Seite, ja, das ist wirklich viel zu hell für mich, das sehe ich jetzt schon. Ist so ein rausdrehbarer Stift. Schade. Interessant, aber schade, es ist nicht meine Farbe. Was ich ein bisschen traurig finde, weil ich habe ja ein Beauty-Profil angegeben und ich erwarte eigentlich, wenn ich halt über mein Beauty-Profil, also mein Link ja auch kaufe, weil dadurch habe ich sie auch günstiger bekommen, dass sie mir dann auch eher die dunkle Haarfarbe reinmachen, weil ich habe ja angegeben, dass ich eher dunkles Haar habe. Bisschen schade, sehr, sehr schade. Ich hätte es gerne ausprobiert. Aber irgendwie ist es schon sehr spannend und ist ja auch sehr hochpreisig mit 29 Euro. Wir gucken mal kurz, was sie uns hier sagen. Also, den perfekten Eyebrow-Look kreierst du mit diesem Brow Definer ganz easy. Stift, einer feinen Pinselspitze und einer Bürste. Wo war denn die Bürste? Ach, da kann man nochmal was rausdrehen. Moment, jetzt gucken wir uns jetzt noch an. Zumindest einmal an, ne? Wir wollen ja zumindest sagen, irgendwo kann ich... Ach, hier. Okay, irgendwie cool. Also schon, ja, es ist, na gut, es stand ja auch Triple, also da erwarte ich irgendwie auch drei Sachen. Aber es ist leider immer noch nicht meine Farbe. Oh, das ärgert mich jetzt tatsächlich schon. Da ist auch wohl so ein Tattoo-Effekt in der Formel drin, bis zu 24 Stunden halt, also auch für einen langen Tag quasi gut gemacht. So, wie gesagt, ich habe hier noch mehr von solchen, ich sehe Banana Beauty. Okay. Ich fange auch mal mit dem Nicht-Banana Beauty an. Hair Finishing Gel, Plump and Poppy. Ist das ein Augenbrauen-Gel vielleicht? Oder ein für so kleine Härchen? Gucken wir mal. Ja, Bye-Bye Baby-Hair, alles klar. Also das ist so ein, ich krieg's nicht auf. Das ist ein Gel, was ihr euch quasi, wenn ihr zum Beispiel einen sehr strengen Kopf nach hinten macht oder euch generell so, man hat ja oft hier so diese Baby-Härchen, obwohl die inzwischen ja total in sind. Die Leute kämmen sich die ja so richtig runter. Aber theoretisch wäre das eben was für zum Wegkämmen der Baby-Härchen. Ich habe so ein Ding von, ich weiß nicht, welcher Firma, und ich benutze es so gut wie nie. Deswegen wird das definitiv auch weitergehen. Idee gut, auch nicht für jeden etwas, denke ich, aber für mich leider nichts. Das ist jetzt schon das zweite Produkt, was nichts für mich ist. Bin ein bisschen traurig, zumal es zwei von den dekorativen Kosmetikprodukten ist. Also wir haben ja eigentlich echt schöne dekorative Kosmetik drin, ne? Vier Produkte insgesamt, jetzt kommen nämlich noch zwei. Wir haben von Banana Beauty Velvet Lip Mousse. Diese typische Banana Beauty Verpackung. So, ich glaube, so einer war, also irgendwas von Banana Beauty war auf jeden Fall auch im Adventskalender von Glossy Box. Und da habe ich es nicht aufgemacht. Das ist übrigens die Farbe Classy Me. Ist das die gleiche Farbe, die da oben drin war? Wir werden sehen. Ich peele jetzt mal hier auf. Ah ja, könnte sein, farbtechnisch. Aber war das auch ein Lip Mousse? Ich weiß es nicht. Das fände ich halt auch wieder doof, ne? Also, ja, also das ist der Farbton. So ein schöner, nudiger Ton. Wird, denke ich, auch definitiv bei mir bleiben. Oh ja, der ist schön, der Farbton. Der ist wirklich schön. Also ein schöner Liquid Lipstick und Velvet. Da erwarte ich ja, dass der shiny bleibt. Ich lasse den mal ein bisschen antrocknen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das ist eine schöne Farbe. Ich bin bei Banana Beauty so ein bisschen kritisch eingestellt, weil das sind halt diese Marken, die mit dem Preis von ich weiß nicht wie viel quasi werben. Genau, 27,99 Euro für 4 Milliliter und dann, wenn ihr auf die Homepage geht oder über irgendwelche Influencer-Codes, kriegt ihr 50%, wo ich mich dann immer frage, dann zieh doch gleich irgendwie 40% ab und mach noch einen 10%-Gutschein. Also, was soll der Mist? Warum sagt ihr, es kostet 28 Euro, aber nur heute kriegt ihr 50% Rabatt und dann findest du jeden Tag so einen Rabattcode. Ja, der Hype um Banana Beauty ist, glaube ich, auch ganz schön nachgelassen. Soll aber wohl auch ganz gut sein. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Kommt dann in meine Kiste mit dem Full Face Beauty Boxen. Dann kann ich auch mal, glaube ich, diesen Monat wieder was schminken. Ja, hochpigmentiertes Lip Mousse und cremige Textur. Lässt sich mühelos auftragen. Wunderbar samtig auf den Lippen. Und ein klassisches Nude mit einem matten, langanhaltenden Finish. Wenn es matt ist, dann ist es ja nicht
Velvet ist doch eigentlich eher so ein Sand. Na gut, doch, stimmt, Velvet ist auch matt. Das ist dieses Samtig-Matte. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Bin sehr gespannt auf die Haltbarkeit. Ihr wisst, ich habe ja mal die Problematik, dass bei mir auf den Lippen nichts hält. Und gebe euch dann Feedback. Ich hoffe, dass das nicht die gleiche Sorte und die gleiche Farbe vor allem wie im Adventskalender ist. Weil ich weiß, da war auch irgendwas von Banana Beauty drin und es sah so ähnlich aus. Wir werden sehen. Vielleicht war es aber auch ein Gloss. Aber ich glaube, es war das gleiche. Bei meinem Glück ist es die gleiche Farbe. So, ich knister hier schon so viel rum. Als letztes haben wir offensichtlich eine kleine Lidschattenpalette drin. Ich mache sie mal auf. Und zwar von Steve Laurent Celebration Edition. Nine Color Eyeshadow Palette. Das ist das Packaging. Ich weiß nicht, ob ihr seht, so ein bisschen Sprinkles sind hier drauf. Sehr, sehr niedlich. Wir holen sie mal raus, weil so schön sie außen ist, es interessiert uns ja innen. Ich muss sagen, Steve Laurent ist doch eigentlich eine sehr teure Marke, oder? Ich will mal ganz kurz gucken, was das kostet, weil es fühlt sich gerade super billig an. Ja, 27 Euro ist schon ein bisschen teurer. Erinnert mich von der Art und Weise so ein bisschen an... die liegt hier auch drin. Pixi by Petra zum Beispiel. Die sind nämlich auch so Plastik. Wir gucken mal. Ich bin sehr gespannt. Schöne Schimmertöne, matte Töne, ein bisschen schwierig für mich. Ich denke fast, dass ich die nicht behalten werde. Auch wenn ich die Schimmertöne sehr schön finde. Schöner Spiegel, alles schick. Aber tatsächlich ist, wir haben hier drei so richtig matte Töne. Und das sind so richtig helle matte Töne. Nämlich der, der und der hier. Der hat so ein samtiges Finish. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Und dann haben wir halt den Rest Schimmertöne. Die Schimmertöne sind super schön, sind alles aber, finde ich, auch eher zurückhaltende Schimmertöne von dem Schimmereffekt. Ne? Also es sind schon dunkle Töne, keine Frage. Ich denke, die packe ich mal für eine Verlosung weg. Ja, reizt mich jetzt nicht so krass, muss ich sagen. Ich habe halt solche schon. Genau die Richtung, die nicht 27 Euro kosten. Deswegen denke ich, wird die ungetestet weitergehen. Was ich sehr schade finde, weil ich dann tatsächlich nur ein Make-up-Produkt hier raus habe und der Rest ist Pflege. Und das ist halt, wie gesagt, Banana Beauty, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich genau die gleiche Farbe auch im Adventskalender hätte, was sehr ärgerlich wäre. Ich finde die Beauty-Sachen, also die pflegende Kosmetik, echt schön. Wie gesagt, kann ja nichts dafür, dass ich das in der Goodiebox drin hatte. Vielleicht behalte ich das auch, vielleicht gebe ich das weiter, mal gucken. Die Haarmaske finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die Handmaske auch. Muss ich mal gucken. Diese kleine, auch total niedlich. Aber ansonsten nicht meine Farbe. Beziehungsweise ich werde es halt nochmal gucken. Aber ich meine, Leute, das ist der Farbton hier, ne? Guckt euch das mal an. Das ist nicht meine Farbe. Also dann müsste ich auch wieder hell werden und ich bin nicht aschblond. Schade, schade. Und wie gesagt, dieses Hair Finishing Gel, coole Idee, brauche ich aber nicht, beziehungsweise habe ich schon. Hat sich für mich jetzt tatsächlich nicht so gelohnt. Es ist eine wirklich schöne Lidschattenpalette, versteht mich nicht falsch. Ich will jetzt hier nicht mega groß rummeckern. Ich meckere ja auch nicht, ich sage einfach nur meine persönliche Meinung. Möchte damit ja auch niemanden angreifen, ist ja wirklich deswegen mein persönliches. Aber ich habe halt schon 5 solcher Paletten, auch genau in dieser Größe. Ja, also auch die, die ich euch gerade gezeigt habe, die ist tatsächlich auch sehr ähnlich zu der, nur dass die noch ein paar dunklere Töne drin hat. Also wenn ihr guckt, ne, das, da ist schon viel Ähnlichkeit dabei. Auch die, denke ich, wird nicht ewig bei mir bleiben. Und dann mache ich euch lieber eine Freude. Und das ist ja wirklich ein schönes Produkt und das ist bestimmt auch sehr schön. Und da fährt die Post ohne mein Paket. Wo bleibt meine Glossy Box? Ja, also die Birthday Box, muss ich sagen, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich bin immer noch am großen Überlegen, ob ich Glossybox weiter bestelle. Nächstes Jahr im Februar würde mein Abo auslaufen oder eben sich dann entsprechend verlängern. Ich weiß, wir haben Rohstoffkrise und ich weiß, es ist alles ein bisschen schwierig, aber es ist jetzt schon das zweite oder das dritte Mal, glaube ich, dass ich sehr lange auf Boxen gemacht habe. Also wenn ich die Special-Boxen mitnehme, ist es sogar schon das 4., 5. oder 6. Mal, dass ich sehr lange auf Boxen warte. Es ist das erste Mal, dass meine Monatsbox nicht in dem Monat kommt. Das finde ich wirklich schon ein bisschen doof, weil ich mir dann auch denke, naja, dann schick mir doch halt los und pack ein anderes Produkt rein. Das haben sie ja auch schon in den Monaten davor gemacht, dass sie dann also einfach ein Alternativprodukt reingepackt haben. Oder sag halt, hey, im nächsten Monat kriegst du dafür das Produkt noch hinterhergeschickt oder so. Dass das so lange dauert, finde ich ein bisschen doof. Weil ich sie euch nicht zeigen kann, weil ich nicht nutzen kann, weil ich keine Freude daran habe.
Also die Birthday Box habe ich mir mehr erhofft tatsächlich. Da war halt die Barbie Box, die ich letztens hatte, die war für mich bis jetzt die beste Special Box von Glossy Box, die sie bis jetzt hatten. Aber da war auch gefehlt noch Make-up drin. War okay. Ist eine okaye Box. Keine crazy Box. Ich bin sehr gespannt auf den Banana Beauty. Das ist so ein bisschen mein kleines Highlight. Und wie gesagt, die Palette an sich ist auch super schön. Aber die packe ich jetzt für euch weg. Da freut sich dann jemand bei der 200er Verlosung. Und ja, wahrscheinlich dann bei dem vielleicht auch. Das werde ich dann erfragen, welche Haarfarbe man hat, damit ich nichts in der Hinsicht weitergebe. Auch wenn die Box nicht so richtig was für mich war, hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat und ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lasst und meinen Kanal abonniert. Wir sind nicht mehr weit weg von den 200 Abos. Vielleicht haben wir sie schon erreicht, wenn dieses Video online geht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es bald dann wieder eine Verlosung geben. Und ja, wie gesagt, da wandern dann solche Sachen rein. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Und bis dahin verlinke ich dir hier meine Playlist mit den Unboxings. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Bis dahin, bye bye.